Der nächste Zeuge bitte. Es geht um die Person, die Herr Mayer die Pillen verkauft hat. Danny Pizza Shop. Hallo Jacko, wie geht's deiner Oma? Tja, besser als deiner nach 1920. Niemand redet über 1920. Das war ein dunkles Zeitalter. Ameisen überall! Herr Pizzashop, bitte schildern Sie das Geschehen, wenn's geht. Bitte schnell. Ich muss nachher mein Highscore in World of Warcraft übertreffen. Also er kam, sah und ging. Mehr war... unser Plan. ich meine, er kam rein, hat auf den Boden gespuckt, hat mich gefickt und alle Pawsboys zerrissen. Hat 2 Minuten auf meinen Schoß geschlafen und ganz viele ameisenfreie Energies, erhält ich im Danny's Pizza Shop, geklaut, damit er extra lange wach bleibt. Und das Schlimmste ist, er hat den Toilettensitz oben gelassen, Mann. Aha, dieser Jacko klingt ja wie ein Rübel. Das war erst der Anfang. Wollen Sie noch mehr Storys erzählt kriegen? Ich würde eher wissen, warum er Ihnen so lange erlaubt hat, auf dem Schoß zu schlafen. Aber zurück zum Thema. Herr Pizza Shop, würden Sie behaupten, dass Jacko die Art von Person wäre, die einen Betrug begehen würde? Zum Beispiel... wie dieser Fall? Nee, das ist ein ganz korrekter. Er hat sogar meiner Tochter Rottweiler eine Niere gespendet und das Kind therapiert, das ich durch meine Werbespots traumatisiert habe. Okay, falls keiner was einzuwenden hat, insbesondere dazu, dass der Typ seine Tochter Rottweiler genannt hat, können wir fortfahren.